Ich eröffne die heutige Plenarsitzung, begrüße Sie alle sehr herzlich und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben noch zu beraten die Punkte 3, 6 bis 8, 10, 12 bis 37, 39 bis 45, 47 bis 58 und 60. Der gestern begonnene Tagesordnungspunkt 43 wird wie folgt erledigt. Der Punkt und alle Anträge dazu gehen direkt in den Ausschuss. Einvernehmen? Okay, dann darf ich jetzt dem Kollegen Bellino kurz das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist der CDU-Fraktion und mir ein Anliegen, dass wir uns sehr herzlich bei allen Fraktionen dieses Hauses und bei jedem einzelnen Abgeordneten für das gestern gezeigte Verständnis und für die, wie ich meine, sehr angemessene Reaktion zur Abhaltung dieser Plenarwoche gezeigt haben. Wir danken Ihnen dafür sehr herzlich. Vielen Dank, Kollege Bellino. Wir tagen heute bis ca. 17 Uhr ohne Mittagspause. Ich gebe Ihnen nun eine kurze Zusammenfassung über den weiteren Verlauf der heutigen Sitzung. Den haben sich die parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer geeinigt. Wir beginnen mit den Anträgen für eine Aktuelle Stunde, 54 bis 58. Nach der Aktuellen Stunde geht es mit Top 40 weiter, dem Setzpunkt der FDP. Danach kommt Top 45, Setzpunkt der Fraktion Bündnis 90 Grüne, zusammen mit Top 41. Gegen 14 Uhr heute Nachmittag wird der Tagesordnungspunkt 3, der Hinweis auf den bereits geleisteten Eid zweier richterlicher Mitglieder des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen durch den Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen, erfolgen. Danach geht es weiter mit dem Tagesordnungspunkt 15, dem Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE. Danach Top 6 und Top 7, zwei zweite Lesungen von Gesetzentwürfen. Zum Abschluss werden die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zur Petition sowie die Beschlussempfehlungen ohne Aussprache noch erledigt. Es fehlen heute entschuldigt Frau Staatsministerin Puttrich bis 10 Uhr, Frau Abg. Hammann, Frau Abg. Banse, Frau Abg. Öztürk und die Frau Abg. Gnadl. Der Herr Rudolph hat noch eine Chance. Herr Kollege Rudolph, ja. Herr Präsident, wir müssen den Kollegen Warnecke erkrankt entschuldigen. Also, Kollege Warnecke ist auch entschuldigt. Ja, Herr Kollege Hermann Schaus. Ja, und aus unserer Fraktion entschuldigen wir auch Herrn Dr. Wilken krankheitsbedingt. Dr. Wilken auch entschuldigt fürs Protokoll. Gut. Um 13 Uhr konstituierende Sitzung der. Bitte? Findet das nicht statt mit der Enquete-Kommission? Also hier fand es noch statt, also machen wir es weg. So, dann kommen wir zu Geburtstagen. Es gibt auch in Tagen des Leides dann auch wieder erfreuliche Anlässe. Wir haben zwei Geburtstagskinder. Und ich gratuliere zunächst ganz herzlich im Namen des gesamten Hauses der Frau Staatsministerin Priska Hinz zum Geburtstag. Und wir haben einen weiteren Geburtstag am heutigen Tag. Unser Freund und Kollege Manfred Penz hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, lieber Manfred. Kam von Herrn Rudolph.
gab vorher noch eine Meldung, dass ich stattfinde. Ja, ja. Ich war jetzt auch überrascht. So, dann könnten wir, meine Damen und Herren, in die Tagesordnung einsteigen.